Moin, ich grüße euch. Hier ist der junge Silent. Ja, ich sehe noch recht verschlafen aus. Wir haben auch eine schlechte Nacht gehabt. Wirklich starke Regenfälle mit hier ein wenig Sturm dabei auch und reichlich Gewitter. Und also zeige ich dann mal heute Morgen, wie es hier aussieht. Beziehungsweise, was kann man an solch einem Tag machen? Ja, hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir haben wirklich sehr starke Regenfälle gehabt, die dann natürlich auch das Wetter widerspiegeln, was so von Chiang Mai, Chiang Rai hier so runterziehen soll. Haben wir gut gemerkt. Ist allerdings auch heute noch über den Tag hin so. Soll es nicht anders werden? Ihr seht hinter mir, alles bewölkt. Ja, und sieht dann hier vorne jetzt nicht anders aus. Die sonst so gut sichtbaren Berge, die wir ja haben, auch im weiteren Hinterland, sind jetzt mehr oder weniger in Wolken verschleiert und gehüllt. Ja, so unser Berg dann auch noch ein bisschen in Dunst gehüllt. Die Regenfälle bedeuten natürlich auch, ja, dass wir unser Wasser hier so ein bisschen in immer wieder darauf achten müssen. Der Lucky ist auch mal aufgestanden. Ja, Wasser sollte natürlich nicht zu hoch sein, nicht zu hoch werden. Läuft allerdings auch immer wieder sehr gut ab. Und dafür haben wir gestern gesorgt. Wir konnten gestern schon im Laufe des Tages ja beobachten, ja, dass Wasser halt eben mehr kommt. Jetzt haben wir allerdings aber auch mit viel Wasser viel Wachstum. Ist wirklich so. Und das auch mal, ich sag mal, so ein Plädoyer an euch. Wenn ihr denn wirklich nach Thailand auswandert und ihr habt die Chance, euch Eigentum beziehungsweise ja, Haus mit Garten, Hof, wie auch immer, durch meistens ja halt eben die Frau anzuschaffen, haltet es im Zaum. Also lasst es nicht ausufern, so kann ich es euch sagen. Also ihr habt da immer wieder Arbeit mit. Ja, nicht nur heute und morgen, sondern auch in der Zukunft. Ja, hier sieht jetzt unsere Landschaft, da hinten gucken wir jetzt gerade rüber zu meinem Schwager, zum Nat. Ja, ist jetzt hier übersät mit natürlich dem Reis, der angepflanzt wurde. Ja, der Anblick ist natürlich klasse gegenüber letztem Jahr. Nur hier im näheren Umfeld, ja, hast du dann noch Unkraut. Und ja, da muss man sich halt eben mal drum kümmern. Der Hund tut's nicht, der kümmert sich da gar nicht drum. Ja, so wollen wir heute mal gucken. Ja, ist halt eben so Tage wie jetzt. Ich zeige es euch nochmal auch da hinten. Ich sage jetzt mal Richtung Pukradüng und so. Da hinten würde man normalerweise Pukradüng jetzt sehen können, die Hochebene und da hinten auch Panokau. Alles wirklich noch ja, in Wolken gehüllt und soll sich über den Tag nicht ändern. Ja, haben Ploy und ich dann uns auch gesagt, ja, sind so tote Tage. Einkaufen waren wir gestern. Was machst du heute, ne? Zum Onkel müssen wir auch mal vorbei. Gut, aber das ist in einer halben Stunde erledigt. Ja, der möchte gerne noch ein paar hier von unseren Fischchen haben. Ja, und die vermehren sich natürlich wirklich wie Ratten, kannst du sagen. Ja, ein Kübel wäre ja nicht genug. Wir haben ja drei davon und hier sind wirklich sehr viele da drin. Wollten wir dann auch mal wegbringen, aber ja, in weiser Voraussicht hatten wir ja hier ums Haus unsere Steine gemacht. Alles schön, alles gut. Allerdings war auch durch die Anlieferung durch diverse LKWs und Transporter ja auch immer mal in diese Folie, die wir da drunter gemacht haben, kleine Risse reingekommen, sodass sich da doch ein bisschen Unkraut eingestellt hat. Ja, musste ja auch wegmachen. Ja, so, wollen wir da heute mal dran gehen. Hält sich alles in Grenzen, alles okay, kriegt man ja alles noch gebändigt. Sonst hätten wir ja gar nichts mehr zu tun. Ja, so ist mein Rat dann auch wieder an Leute, die ja zukünftig Eigentum bzw. Haus haben. Ich muss mir ja immer anhören, du hast ja kein Eigentum. Grundsätzlich sollte man sich mal vor Augen führen, ihr habt auch in Deutschland kein Eigentum.
Ja, also das sei auch mal gesagt, ist alles Quatsch. Ihr habt es nur auf gewisse Zeit geliehen, bis ihr die Augen zumacht. So ist es wirklich. Und ja, bezahlen müsst ihr theoretisch euer ganzes Leben lang dafür, in den meisten Fällen. Ja, so hat sich dann jetzt hier auch schon so einiges angesammelt, das dann mal wirklich weggemacht werden müsste. Wir haben ja immer wieder auch mal gemäht, bleibt gar nicht aus. Und Loi, ja, musste dann hier auch mal einsehen, dass die Farang mittlerweile ja zu weit ausschlugen, sage ich jetzt mal. Und da haben wir hier jede Menge Laub schon hier liegen, habe ich gestern rausgeholt. Ja, hat die alle mal so ein bisschen gestutzt. Sollen auch viel besser dadurch wachsen, beziehungsweise auch besser austreiben. Also hier mal exemplarisch nur daran. Ja, haben wir dann doch einiges an Früchte drin. Wobei Ploy auch schon sagen musste, ja, gehen aber auch schnell kaputt. Hast du dann da Fliegen oder sowas dran? Schmecken allerdings ganz gut. Ja, so sind jetzt hier noch einige Bäume abgehangen. Ja, packt fleißig dann in diese Tüten hinein. Da kann man dann sehen, da sind die Früchte drin und die können dann da drin weiter wachsen, expandieren und schmecken ganz gut. Ist jetzt so die Zeit, wo die richtig kommen. Ja, die Sache mit dem Unkraut ist natürlich eine blöde Geschichte, aber musst du halt eben auch mal machen. Ne? Werden wir dann wohl gleich mal angehen, das Thema. Du bist mittlerweile auch da, ja, wir sind dabei, haben uns gemütlich gemacht. Ja, hier Unkraut ein bisschen zu zupfen. Hier in dem Bereich werden wir jetzt versuchen, die ganzen Unkraut wegzubekommen. Auch da vorne in dem Bereich. Und nach vorne hinweg. Da werden wir es probieren. Allerdings werden wir auch noch was anderes ausprobieren. Aber ich will nicht überall ja, damit rumasen. Wir haben auch noch, um auch den pH-Wert zu regeln, zum Beispiel, kann man auch benutzen, im Pool Zitronensäure. Ja, hier im 25-Kilo-Sack. Ja, liebe Zuschauer, klar, in Deutschland brauchen wir uns da nicht drüber unterhalten. Macht natürlich auch den pH-Wert im Boden natürlich auch ein bisschen zunichte. Allerdings im Moment haben wir ja auch Regenfälle, die ganze Sache sehr stark verdünnen. Wir werden mal schauen. Wir haben hintenrum ein Stück. Ja, da bin ich mir recht sicher, dass da die Hunde sich nicht rumtreiben, beziehungsweise der Lucky und der Panda. Der im Moment hier viel am Haus ist, der ist stark verletzt, hat sich mit einem anderen Hund ja angelegt und ist deshalb so ein bisschen ja pflegebedürftig, was dem Tier sonst keiner zukommen lässt. So machen Ploy und ich das jetzt so ein bisschen hier. Ja, wollen wir dann mal versuchen. Tut auch weiter hier keinem weh. Ja, die Zitronensäure so ein bisschen in Einsatz zu bringen. Ja, wenn wir dann hier mal probieren, ich werde die jetzt gleich mal auflösen in der Gießkanne und dann werde ich die mal kontrolliert da hinten so ein bisschen ausbringen. Dauert natürlich, ich sag mal, ein paar Tage auf die Reaktion der Zitronensäure, aber hatte ich hier vorne schon mal getestet an einem Stück. Ja, dauert so 2-3 Tage, kommt auch ein bisschen auf die Sonneneinstrahlung an. Siehst du dann schon, dass die ja alles vertrocknet und verdorrt. Ja, den Löwenanteil werden wir natürlich trotzdem ziehen. Nur wir wollen auch mal hier testen. An dieser Stelle, wo sich normalerweise die Hunde nicht aufhalten, wie es sich hier auswirken kann. An kleinerer Stelle haben wir es schon probiert. War völlig okay. Den Rest auch noch rausspülen.
Ja, so haben wir dann wirklich für sowas wirklich nur zerfetzte alte Klamotten an. Aber die Arbeit muss ja auch sein. Vor dem Haus die Sichtstellen haben wir jetzt erstmal wirklich grob auch rausgerissen und entfernt. Und wir lassen es jetzt mal riskieren. Hier im weiteren Verlauf, da könnt ihr sehen. Ja, neben der Garage wollen wir wirklich mal schauen, warum sollen wir uns anstrengen? Ob wirklich auch die Zitronensäure ihren Dienst tut. Ja, die darf da jetzt mal ruhig einwirken. Haben auch großzügig da alles jetzt verteilt und wollen mal schauen. In den nächsten 2, 3, 4 Tagen, wie sich das auswirkt, wird natürlich durch die Regenfälle immer wieder verdünnt. Ja, so ist dann jetzt hier auch Bläu wieder übergegangen. Ich hatte es anfänglich gezeigt, ja, noch mehr einzupacken. Lohnt sich also wirklich. Und ja, sind schöne Früchte dabei, die halt eben auch eingepackt werden müssen. Ist eine Heidenarbeit. Ja, so liegt ja noch vor Bläu noch einiges. Die kann die hier am besten rausfiltern und raussuchen. Ja, war es mal von uns hier. Aber Bläu zeigt gerade noch. Oh, wirklich schöne große. Ja, hier. Wenn sie denn groß werden, ja, das ist schon ja, eine Handvoll, ne? Ja, zeig mal. Ja, die sind dann wirklich schon sehr groß und schön. Jo, war es mal von uns hier so bei unserem Alltagsleben. Zum Glück auch gut bewölkt. Da kann man sowas dann mal machen. Die Luft ist trotzdem feucht. Aber wir, ja, wir kriegen halt eben unsere Tage auch um. Bis dann. Teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Bleu und Jürgen aus Thailand. Tschüss.